Punkt. Also man muss wissen, wie tickt der eine, wie tickt der andere, wie bekommt man seine eigene Personalität oder sein persönliches Empfinden rüber. Welche Vorlieben hat der Spieler, was mag der Spieler gar nicht. Das kriegt man natürlich in so einer Woche immer ganz gut hin. Das Miteinander muss einfach eine Einheit werden. Auch vielleicht mal in schwierigen Phasen im Spiel oder in der Saison, dass man weiß, okay, man kann sich darauf verlassen, auf meinen Nebenmann, oder ich kann auch mal verletzt sein. Also es gibt ja auch Phasen in der Saison, wo man mal gesperrt ist, verletzt ist. Da muss ich wissen, okay, mein Partner, der spielt es mindestens genauso gut wie ich und weiß, worauf es ankommt. Und ja, natürlich auch das Kennenlernen des Trainerteams. Also bei so vielen Neuzugängen ist natürlich eminent wichtig, dass da ja ein Wir-Gefühl entsteht. So vorbereitet, damit er bestmöglich präpariert ist für den ersten Spieltag, denke ich, ist der Konkurrenzkampf so hoch in unserer Truppe, eben aufgrund der Flexibilität der Spieler, dass wir einen gesunden Konkurrenzkampf haben und das letztendlich die Mannschaft beflügelt und jeden Einzelnen. Wenn wir das schaffen, dass wir uns gegenseitig pushen zur Höchstleistungen, ich glaube, dann kann das eine richtig gute Saison werden und vor allem eine erfolgreiche. Wir haben hier ein, zwei kleine Fragen an euch. Und ja, ich gebe das Wort weiter an meinen Kollegen. Ja, wie findet ihr die ersten zwei Tage, also eineinhalb Tage im Trainingslager? Sehr gut. Gefällt mir gut hier. Bedingungen sind top. Ein paar Quatschköpfe haben wir auch dabei, sehen wir hier. Ja? Kannst du mal die Kamera wieder umschwenken? Hier. Ihn habe ich noch nicht so oft auf dem Trainingsplatz gesehen hier. Er ist eher für die Unterhaltung anscheinend zuständig. Aaron, hast du dazu was zu sagen? Lass es lieber. Okay, nächste Frage. Spaß beiseite. Hier, Fritz, haben wir noch Antworten. Also? Ja, also ich kann Kleine da natürlich nur zustimmen. Ja, optimale Bedingungen und verstehen uns alle super und bis jetzt macht es wirklich viel Spaß. Ronja. Erzähl mal, was du hast. Ich habe muskuläre Probleme, hier im Hüftbeuger und im Adduktoren. Und was machst du da jetzt dagegen? Ich schaue, dass ich die Muskeln so weit wie es geht locker, um ihnen dadurch ein bisschen Entlastung zu geben. Man muss aber natürlich selber auch einiges machen, indem man sich dehnt, regelmäßig Mobilisationstraining macht. Ah, hier ist das junge Zimmer. Wie ist das so, mit Älteren zu spielen? So, ihr seid ja noch alle in der Jugend. Ja, man nimmt auf jeden Fall viel mit. Wir können uns viel lernen von allen. Man lernt in jeder Situation dazu. Also, man kann alles aufsaugen. Spannende Geschichte. Herr Javieri? Wie wir gemerkt haben, ist nicht jeder Spieler immer ganz offen für das Fernsehen, für die große Leinwand. Wir arbeiten dran. Aber aller Anfang ist schwer. Aller Anfang ist schwer. TV 35. Ihr graut vor Kitsch Poesie im Refrain Mimimi Zimatas Musik. We are live supporters!
Schnüdelfans. Hallo, ja. Liebe Schnüdelfans, na? Ihr dürft uns ein paar Fragen stellen in Instagram. Wir sind heute da, um sie zu beantworten für euch. Genau, legen wir mal los. Legen wir mal los. Wie alt sind wir? Die Frage wurde häufiger gestellt. Wir sind beide 22. 97er Jahrgang, der Goldene. Genau. Ja, genau. Hallo Pius, liebe unbekannte Grüße. Auf welchen Gegner freust du dich am meisten? Auf jeden Fall auf Rosenheim, da das mein Ex-Club ist und ich zwei coole Jahre hier erlebt habe. Hier, dort. Ja, genau. Warum seid ihr zu Schweinfurt gewechselt? Ja, weil einfach die Perspektive halt super war. Einfach das Gesamtkonzept beim ganzen Verein passt eigentlich wirklich super. Haben große Ziele für dieses Jahr. Und von vornherein hat eigentlich die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen dem Staff, dem Vorstand, dem Trainer und mir, sage ich jetzt in meinem Fall, mal perfekt geklappt. Und ja, deshalb bin ich sehr glücklich, hier zu sein. Daran kann ich mich nur anschließen. Die Verantwortlichen haben sich echt cool um mich bemüht und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich zu Schweinfurt gekommen bin. Für welchen Verein schlägt euer Herz am meisten? Also jetzt natürlich für die Schnüle, ganz klar. Und halt, ja, nebenbei bin ich ein sehr, sehr großer Liverpool-Fan. Genau. Ja. Und für dich? Bei dir? Ja. Ich habe eigentlich jetzt nicht so einen krass Lieblingsverein. Natürlich sind mir die Schnüdel auch ganz schnell ans Herz gewachsen. Aber so im internationalen Fußball auch Liverpool, muss ich sagen, ja. Wie findet ihr Timo Wenzel vom Trainer? Ja, also bis jetzt bin ich ehrlich gesagt richtig begeistert. Also kann uns auf jeden Fall, denke ich, sportlich sehr, sehr weiterbringen, weil er natürlich auch selber auf allerhöchstem Niveau selber Fußball gespielt hat und dadurch halt uns echt sehr viele gute Dinge weitergeben kann. Aber auch menschlich muss ich sagen, dass er sehr, sehr gut zu uns passt, auch charakterlich für uns Team, würde ich sagen. Weil wir uns sehr, sehr gut mit ihm auch unterhalten können über alles eigentlich. Und ja. Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall mit seiner Erfahrung kann er uns natürlich weitergeben. Und für uns junge Spieler ist es, glaube ich, echt sehr wichtig. Was ist euer persönliches Ziel in dieser Saison? Okay, ein persönliches Ziel natürlich, viel Spiele machen wie möglich natürlich. Und ja, ich denke, was unser gemeinsames Ziel ist, weiß nicht, sollen wir das aussprechen oder. Aber ja, das wissen, denke ich, die meisten, was wir als Team für Ziele haben. Deshalb sage ich jetzt nur als persönliche Ziele. Ja klar, so viel wie möglich zu spielen, mich selber weiter zu verbessern und halt von Tag zu Tag besser zu werden, ja. Ja, ist bei mir ähnlich. Natürlich eine verletzungsfreie Saison. Ja. Auch persönlich weiterentwickeln und jetzt im Laufe der Anfangszeit irgendwie schon ein wichtiger Bestandteil vom Team werden. Das sind die Ziele. Was sind eure genauen Lieblingspositionen? Ja, also meine Lieblingsposition ist auf der 6. Ja, also ich spiele auch gerne Außenverteidiger. Das ist auch, sag ich mal, kein Problem. Aber an sich meine Lieblingsposition ist schon auf der 6, ja. Bei mir ist es eigentlich, ich habe jetzt nicht eine spezielle Lieblingsposition. Ich spiele gerne auf der 6, gerne auf der 10. Innenverteidiger ist jetzt im letzten Jahr auch noch dazu gekommen. Und ja, deswegen freue ich mich eigentlich immer, wenn ich spiele. Egal wo. Kennst du ja wahrscheinlich. Ja. Wie sie von der Mannschaft aufgenommen wurden und wie die Stimmung momentan ist. Ja, also richtig gut. Hätte ich vielleicht am Anfang gar nicht erwartet, dass es so schnell geht, sag ich mal. Weil eigentlich alle Jungs, die ganze Truppe mega cool drauf ist, auch die älteren Spieler einen komplett cool aufgenommen haben, auch wenn es einige Jahre zwischen uns vielleicht liegen. Also und die Stimmung ist sehr, sehr gut. Ich
verstehen uns echt alle untereinander wirklich sehr gut. Es gibt irgendwie keine Ausreißer, dass man sagen würde, der versteht sich mit niemandem oder so. Also jeder mit jedem, sag ich mal. Wir verbringen auch abends, ist auch keine Grüppchenbildung, sag ich mal. Mal chillst du mit dem, dann mit dem. Also das ist echt sehr, sehr gut, finde ich, ja.